willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ein Klick, drei Schrei, nix Spaß oder vielleicht ein bisschen Spaß, denn wir spielen heute wieder gemeinsam drei extrem unheimliche Indie-Horrorspiele. Und das erste Spiel, das wir spielen werden, ist Scares Repairs. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, einfach eine Bewertung dalassen. Auf geht's! Natürlich, ich habe mal wieder so einen richtigen Drecksjob. Ich bin hier bei Frau Ingeborg Braunstuhl. Frau Braunstuhl, sind Sie hier? Ich soll Ihre Küche reparieren. Hallo? Die Tür war offen. Ich habe sie mit meinem Hammer geöffnet. Ja, ich musste sie ganz leicht antippen. Aber hey, so ist das eben nun mal. Warum ist hier ein Gemälde von einer riesigen Maus? Frau Braunstuhl? Na gut, dann Hammermann geht an die Arbeit ran. Klar, so habe ich das damals gelernt in der Ausbildung. Mein Lehrmeister damals war Quantum. Der hat mir gesagt, hau so oft drauf, bis es komplett kaputt ist. Und wenn du dann noch weiter draufschlägst, setzt es sich wieder zusammen. Okay, ich mache hier das Licht aus mit meinem Hammer. Plötzlich verändert sich alles. Eine rot leuchtende Tür. Wir müssen ins Wohnzimmer. Okay, hier drüben geht es schon mal nicht weiter. Okay, Frau Braunstuhl hat einen sehr merkwürdigen Geschmack, oder? Ich meine, das ist ihre Tochter. Cotella Braunstuhl heißt die. Ist einiges schiefgegangen. Aber auch wieder eine Maus. Warum diese Bilder mit den Mäusen drauf? Läuft hier eine große, mausige Verschwörung? Und warum ist der Fernseher so verkotet? Ich hätte mir wirklich einen anderen Job suchen sollen. Maximal unheimlich. Okay, wir müssen uns verstecken und sollen das Licht ausmachen. Aber vor wem müssen wir uns verstecken? Wahrscheinlich vor der kleinen Tochter. Was steht auf der Liste? Schlafzimmer. Loch. Oh Gott. Nein, ich bin nicht so ein Handwerker, Frau Braunstuhl. Ich will nicht das Loch im Schlafzimmer ihrer Tochter stopfen. Das ist nicht mein Ding. Wo geht's denn da hin? Moment mal, hier ist doch gar kein Raum. Das ergibt doch irgendwie alles gar keinen Sinn. Na gut, Hammermann. Ja, ich meine, das kann man schon ein bisschen falsch verstehen. Ich bin kein Stripper, sondern wirklich ein Handwerker. Oh Gott! Oh Gott! Oh, oh, what the fuck? Mach es zu, Alter. Oh mein Gott! Ich glaube, ich... Frau Braunstuhl, ich kündige. Hallo? Alter, was war das? Slenderman, bist du hier vielleicht unter der Dusche? Okay. Okay, reparieren wir die Toilette. Mann, ich bekomme 8,50 die Stunde. Ja. Quantum ist ein Ausbeuter. Okay, das mag sie gar nicht. Ich soll mich nicht umdrehen. Ja, aber ich muss doch hier raus. Sie mag es gar nicht, wenn man an der Toilette rumspielt. Oh, oh Gott, was war das? Warum ich noch hier bin? Keine Ahnung. Oh, wir müssen noch in den Keller rein. Okay, alles gut. Es läuft. Was ist das hier? Ein Stepper? Können wir den auch reparieren? Ah, Mist! Man darf nicht weggehen. Ich dachte, ich hätte irgendwas gehört. Reparier das Ding. Oh, shit! Frau Braunstuhls Kinder! Die kleinen Kotlinge! Ja, auf jeden Fall ganz nett. Also ich finde die Idee ganz cool, dass du eben in so ein Haus reinkommst. Das Haus ist verflucht und du musst Sachen reparieren als Handwerker. Und das Haus wird halt immer schlimmer und die bösen Geister und Flüche arbeiten immer mehr gegen dich. Die Idee ist ganz cool. Man muss bedenken, das hat wieder irgendein Student, Schüler oder ein Typ halt gemacht. Und der hatte dann auch meistens nur 1 bis 2 Tage Zeit. Dafür ist es auf jeden Fall ganz nett. Jetzt schauen wir aber ins nächste unheimliche Spiel rein. Das sieht von der Qualität richtig, richtig geil aus. We'll be right back.
Er ist wieder da, Michael Myers. Und Michael Myers will Blut sehen. Das Blut einer jungen, unschuldigen Frau. Am besten leicht bekleidet und ziemlich sexy. Kann die junge Janet entkommen oder wird sie das nächste Opfer von Michael Myers in Halloween? Geil, Mann. Michael Myers, ein junger, charismatischer Psychopath, der nicht besonders viel redet, ist mal wieder entkommen und möchte brutal Menschen abschlachten. Ja, man kennt das, oder? Und wir sind aus irgendeinem Grund in einem Krankenhaus mit nur einem Handtuch am Körper. Ich meine, ja, natürlich, so rennt man immer durchs Krankenhaus durch. Ganz normales Szenario. Um was geht es hier? Nun, Michael Myers hat natürlich auch Angst vor dem Coronavirus. Und wie wir alle wissen, ist ein Krankenhaus natürlich eine zuverlässige Quelle für Sterilium und Mullbinden und alles Mögliche, was man eben braucht in der Corona-Krise. Ja? Wir alle wissen, wenn man sich nur mit genügend Sacrotan einreibt, am besten darin badet, dann wird man immun gegen das Virus. Und dann noch mit Klopapier zu einer Klopapiermumie machen und ganz viele Nudeln essen. Nur so kann man das Ganze überleben. Und das weiß der gute Michael. Ich laufe, als hätte ich mir gerade frisch in die Hose gesemmelt. Oder vielmehr ins Handtuch, in meinem Fall. Okay, Janet. Du musst wahrscheinlich entkommen. Du musst überleben. Du musst überleben. Es geht um die letzte Flasche Sterilium. Die soll irgendwo hier im Krankenhaus versteckt sein. Oh, scheiße. Blut am Boden. Oh, nein. Oh, Gott. Michael, der macht wirklich keine halben Sachen, ne? Also, wenn der erstmal hier amok läuft, dann aber richtig. Oh, fuck. Michael! Alter, schaut euch mal seine Arme an. Was ist denn mit dem passiert? Er hat ja voll die Beulen. Das Coronavirus ist mutiert. Michael Myers, die letzte Hoffnung der Menschheit. Auch der hier. Der sieht aus wie ein Zombie. Shit. Alles entfernt. Kein Desinfektionsmittel mehr. Oh, wow, wow. Easy, Partner. Ich sollte mir Schlappen anziehen. Am Ende trete ich in irgendwas rein. Drei Brüder. Alle wollten das Krankenhaus plündern. Aber dann kam Michael Myers und hat gesagt, das Sterilium, Jungs, das gehört mir. Halloween. Nur im Kino. Sieh dich um. Michael ist immer noch im Krankenhaus. Er hat das Sterilium immer noch nicht gefunden. Es gibt also eine kleine Hoffnung für dich, Janet. Können wir sprinten? Können wir uns ducken? Können wir schleichen? Habe ich irgendeine Funktion? Okay, das Wartezimmer. Coole Hefte. Awesome. Breaking News. Michael Myers escapes. Carrie. White piece of shit. Und Rassist. Bin ich hier richtig? Michi! Hier steht Exit. Warum? Schnapp dir so einen Rollstuhl. Ich würde mir so einen Rollstuhl schnappen oder ein Skalpell. Irgendwas. Ich weiß nicht. Das erste, was ich machen würde, bewaffnen. Hört ihr das? Das bin nicht ich. Das klingt wie so ein Fappen in der Ferne. Irgendwo wird hier doch ein bisschen rumgefappt. Noch mehr Blut. Aber der Raum da drüben ist sauber. Wo ist die Leiche? Ach, da hinten. Die ist nur ein bisschen weiter geflogen. Kleine Janet. Wir schaffen das gemeinsam. Wir schaffen das gemeinsam. Ich verspreche es dir. Oh! Oh! What the fuck? Können wir da rein? Leider nein. Alter, diese Laufanimation.
Die macht mich fertig. Ich komme hier nirgendwo raus. Mr. Myers. Halbe, halbe. Wie wär's? Können wir hier vielleicht... Nein. Oh, shit. Alter! Alter! Alter, die Szene war schon wirklich extrem krank. Dem Mann wurde sauber das Gehirn entfernt. Einfach so aus der Nuss herausgeschält. Sowas kann nur Michael Myers. Das ist echte Qualitätsarbeit. Eine hohe Kunst. Eine hohe Kunst der Gehirnentfernung. Okay, Michael, du hast gewonnen. Du bekommst alles. Ja, dir gehört das Desinfektionsmittel. Wow. Die Nudeln, Toilettenpapier, alles, was du hier willst. Alter, das Rennen sieht ja mal sowas von behindert aus. Ah, Mr. Myers. Ah, er will mich holen. Ich habe eine Wurst zwischen den Beinen. Okay, Michael kann verschwinden. Alles klar. Er macht Boogeyman-Tactics. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut, Michael. Okay, das bedeutet, er kommt immer und immer wieder und wir müssen irgendwie versuchen, ihn zu umgehen. Ich habe halt keine Ahnung, ob der mich irgendwie greifen kann. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Woher denn auch? Ich glaube, er verschwindet, weil er mich sehr ekelhaft findet. Oh! Da ist er wieder. Wir müssen irgendwie hier so ganz an den Rand locken. Komm, geh an den Rand. Ich versuch's. Oh, ich komme hier an der Leiche nicht vorbei. Nicht gut, nicht gut. Alter, er macht hier voll die Psychotricks. Er denkt sich halt, Janet. Die hat ins Handtuch gekackt. Was? Wo? Wo? Renn, Janet, renn! Oh, er ist hinter mir. Lauf! Du musst die Oberschenkel zusammenpetzen. Damit nichts verrutscht. Boah, ich hoffe, ich bin hier richtig. Oh Gott! Okay. Okay. Ich weiß nicht, wohin. Nein, 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 nein. Alter. Dr. Brainout. Oh, hier ist es. Das letzte Toilettenpapier und Sterilium. Beides. Beides hier drüben. Bei Dr. Brainout. Okay, hier drüben war dieser Raum, den wir suchen. Riesige Gastanks. Oh, geil, Alter. Erstmal schön hier 10 Minuten neben dem Tank stehen. Schön high werden. Boah, geil, Alter. Ich kann Farben schmecken. Michael. Michael, komm in meine Falle, Michael. Ich weiß, du willst es. Mami macht dich schön knusprig. Naja, man kann ja Michael Myers eigentlich gar nicht töten. Also, so gesehen, Feuer ist sinnlos. Er wird immer wieder aufstehen. Unaufhaltbar. Okay, hier ist Dr. Brainout. Meine Vorräte. Aber kein Michael. Na komm hier rein jetzt endlich, meine Güte. Der Müffel-Michi, der trödelt wieder. Ja, komm. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Brenn, du Sau. Endlich. Am Ende gewinnen wir.
Oh shit, es gibt kein Entkommen. Es gibt kein Entkommen, Bruder. Ja, geil. Burning Myers. Ich muss jetzt so lange durchhalten, bis er verbrennt. Und ich bin in der Ecke. Verdammt, noch eins. Komm schon. Okay, okay, ich habe keine Ahnung. Ich kann nichts machen. Yes. Der Kollege ist toast. Und so bin ich entkommen und habe überlebt. Indem ich Michael Myers verbrannt habe. Mit seinem riesigen Fleischermesser. Yes! Yes! Oh, es gibt noch das wahre Ende. Er ist immer noch am Leben. Natürlich ist er immer noch am Leben. Klar, es ist Michael Myers. Hat sie ihm sogar noch das Messer in die Hand gelegt? So als Friedensangebot? Und jede Menge Blut. Woher kommt auf einmal das ganze Blut? Darf ich jetzt Michael Myers sein? Es wäre cool, wenn ich der Killer wäre. Ich bin der Killer! Finde das Mädchen. Alter, wie geil ist das denn? Guck mal, wie ich hier schön am Qualmen bin. Und ich kann rennen. Oh. Oh! What? Da hinten ist sie doch. Alter. Was? Eine Machete? Kommt jetzt Jason? What the fuck? Leck mich am Arsch. Es kommt wirklich Jason. Nicht schlecht, Mann. Nicht schlecht, wirklich. Nicht schlecht. Also, dafür, dass das nur irgend so ein Typ mal nebenbei gemacht hat, ist es irgendwie doch ganz cool. Ich meine, du merkst, klar, das Spiel ist jetzt nicht perfekt oder sowas, aber irgendwie auch geil. Für ein kostenloses Spiel auf jeden Fall sehr, sehr geil. The Cabin. So heißt das nächste Spiel auf meiner Liste. Mal sehen, was es kann. Es hat sehr gute Bewertungen. Wir werden es ausprobieren. Auf geht's. Starten wir die Show. I wonder where I should park. Don't want to venture in too far. I'll need some place to put my tent. There's a trail. What's the sign say? Oh, fuck. What the heck was that? Alter, sogar mit einer Synchro, die auch mal in Ordnung ist. Immer wenn ein Spiel im Indie-Horror-Bereich synchronisiert wird, ist das immer grottenschlecht. Weil die meisten nicht mal in der Pubertät sind. Was war das? Wendigo? Ich will nicht mehr spielen. Klarer Fall von Wendigo-Schaden. I should check my tires. Um die Jahreszeit springen die dir massenweise vor einen Truck. Oh no, my tires blown. Should get the gear from the bed of my truck and camp for the night. Don't worry about this in the morning. Okay, wir wollen wirklich eine Nacht hier verbringen. Eine Nacht hier in diesem extrem unheimlichen Wald. Und wir wissen, in Wäldern hausen immer extrem unheimliche Monster. Tja, der Mann hat Eier. Es könnte aber auch der Mottenmann gewesen sein. Man weiß das ja nie so genau. I need to turn off the truck. Das ist eine gute Idee. Sonst ist morgen die Batterie tot. Jetzt ist es hier aber verdammt finster. In welche Richtung müssen wir gehen? Warte mal, ich bin die Richtung. Also hier wollte ich lang. Aber er sagt, wir sollen lieber zurück, weil da ist irgendwas Spannendes. Here it is. The sign. Communal cabin up ahead. This must be one of those cabins that hikers share. I gotta check it out. Okay, eine kleine Hütte irgendwo und nirgendwo. Man, it's dark. Wenn wir eins wissen, dann, dass der Wendigo Tierlaute imitieren kann. What was that?
Alter, das war kein Wendigo. Was that a shadow? Or am I seeing things? Das war irgendwas Krötenähnliches. Fettleibiges, flutschiges, wie Quantums Mama, aber in grün. I think that's the cabin right there. Oh, looks like somebody's inside already. Wir haben sogar Strom. Vielleicht eine kleine Heizung oder ein Kamin. So ein Schwedenofen. Hello? Is anyone there? Man, it's getting colder out here. Someone must be using the cabin. The fire's on. Maybe they left to grab firewood. Ja, aber wie kommen wir rein? Just go inside. I'm sure they won't mind since the weather's getting bad. Okay, die Tür ist offen. I think I'm just shaken up from the tire blowing out on me. A snack will help calm me. Which one do I want? Na, die mit Mandeln. Der Mann ist vorbereitet. Der Mann ist vorbereitet. Okay, die Hütte ist aber schon ein bisschen merkwürdig, oder? Hier drüben ist so ein Fixerbesteck. Anscheinend war hier ein Meth-Süchtiger. Was haben wir hier? Sein Abschiedsbrief. Dear Jessica, I'm sorry if I haven't been really in touch with you. I've been busy doing the hunt with the deputy for this monster. Wo sind die Kinder? Ja, wo sind die Kinder? Der Boogeyman? Something's outside. What? Schnapp dir die Taschenlampe, Alter. Oh Gott, es geht los. Oh Gott, nein! Wieso sollten wir das tun? Wir sind einigermaßen sicher hier drin. Er hat an der Tür gekratzt, Alter. Wieso sollten wir rausgehen? Das ist doch Wahnsinn. Der Boogeyman. Der fettleibige Boogeyman. Blood? What the? Woher kommt auf einmal die Brücke? Da war doch keine Brücke. Sind wir über eine Brücke gegangen? Ich glaube, nein! Er hat sich diesen Kollegen geholt. Ah, das ist nicht vernünftig. Ich meine, wir können ja nicht mal unsere Hand vor Augen sehen. Oh mein Gott. Alter, das ist ein Bär, dem er das Auge rausgerissen hat. What? Und er hat ihn halbiert. Reiß dich zusammen, Alter. Reiß dich zusammen. Oh fuck, warum ist jetzt auf einmal so schlecht? Hey, kipp jetzt ja nicht um. What the fuck ist das? Es hat einen riesigen Dödel. Holy shit, was war das für ein durchnes Spiel? Das waren 3 Indie-Horror-Games in einem Video. Bewertung dalassen, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Bis zum nächsten Mal und... Tschüss!